Elektroautos bestehen aus viel weniger Teilen, sind wartungsärmer und man sollte meinen, eigentlich braucht man Dinge wie Öl oder Schmierstoffe gar nicht mehr. Naja, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen aus einer der kältesten Regionen Europas, nämlich aus Lappland. Und wo sollte man über Extremsituationen von E-Motoren sprechen, wenn nicht hier, wo selbst Extremsituationen herrschen? Aber ich weiß, es ist nicht das sexyste Thema, über Schmiermittel zu sprechen. Und dementsprechend hat sich auch Petronas, dank denen wir hier in Lappland unterwegs sein können, gedacht, hey, wir machen das einfach ein bisschen smart. Wir zeigen euch, was wir da so für Ideen haben, was auch für Anforderungen an die Fahrzeuge kommen und wie man da auch ein Stück weit nachhaltiger sein kann. Aber wir kombinieren das natürlich auch mit coolen Events für euch, sodass es sich lohnt, hierher zu reisen und man nicht nur hier in einem Meetingraum sitzt und über Theorien und neue Produkte spricht. Und dementsprechend habe ich auch dieses Video hier ein Stück weit für euch interessant aufgebaut. Und wenn ihr zukünftig solche Videos nicht verpassen wollt, dann solltet ihr spätestens jetzt den Kanal hier abonnieren. Und wir legen erstmal los mit der ersten Aktivität und danach gibt es ein paar Infos. Wir starten mit einem elektrischen Fahrzeug, bei dem man noch selber einiges machen muss, denn bei den E-Fatbikes, also Fatbikes mit riesigen Reifen, da muss man noch selber treten, denn der E-Motor ist nur unterstützend, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie bei E-Bikes für die Stadt, nur eben, dass man hier auf dem Schnee unterwegs sein kann und hier sind richtig coole Tracks, wo wir mit den Bikes gerade einfach Spaß haben konnten, um so ein bisschen rauszufinden, hey, was kann so ein elektrischer Motor eigentlich bei minus 20 Grad dann auch in einem Fahrrad, denn die sind ja nicht immer perfekt gekühlt, haben irgendwelche ja, Programme drumherum oder ein Heizsystem und so weiter, um entsprechend perfekt arbeiten zu können. Nein, manchmal ist es einfach nur der Motor, ein Akku und dann noch ein bisschen Menschenkraft sozusagen. Und da konnten wir jetzt hier mit den Bikes echt Spaß haben. Genau wie alle anderen E-Bikes aktuell am Markt gibt es natürlich einen Akku und einen Motor. Dieser saß hier direkt an den Pedalen, um zu unterstützen. Es gibt ja auch die Varianten, wo dann der Motor im Rad sitzt. Hier war das aber eben so gelöst. Wir konnten dann in drei verschiedenen Stufen die Intensität der Unterstützung zuschalten und wir hatten natürlich riesige Reifen, die es einem ermöglichen, auf dem Schnee zu fahren. Und es gab noch eine Gangschaltung an dem hinteren Rad, also an der hinteren Übersetzung, um so entsprechend noch einmal zusätzlich die Verstärkung einzustellen. Und das war schon echt beeindruckend, wie gut man mit den Rädern dann über den Schnee fahren konnte. Ich war erst ein bisschen skeptisch, aber es hat tatsächlich Spaß gemacht. Und natürlich saß ich jetzt nicht die ganze Zeit auf dem E-Fatbike und habe mir überlegt, hey, was könnte ich dem Head of Sustainability hier von Petronas für Fragen stellen? Nein, ich habe euch gefragt auf Instagram, was ihr für Ideen und Fragen zum Thema Öl in E-Autos habt. Und da kam die Frage auf, wie ist es denn eigentlich? Gibt es extra Anforderungen für Öle in Elektromotoren bzw. in den Getrieben? Und worauf muss da besonders geachtet werden? The first thing I would say is that fluids going into E-Vehicles are not, on the one hand, too different from fluids that go into the internal combustion engine, because they still need to play a couple of important roles. One is to reduce friction and wear, which is what traditional fluids do in the applications. And secondly, they also need to remove heat away from the application as well. And heat is still a problem for electric vehicles. Even though they have e-motors, there is heat built up in the battery array, around the e-motor itself, and so on. And so the fluids actually have to play that role of taking heat away from those critical components, because that can lead to damage of the e-vehicle. So that's a very important consideration that we need to make when designing the fluids. But there are also some new considerations that we have to take into account when developing e-fluids. The second is that we can find some challenges around electrical resistance of e-fluids. And so we need to design the fluids with that in mind so that they are not conducting electricity, which clearly can be an issue. Also corrosivity.
So we can get corrosion with e-fluids, and that's especially problematic because many e-fluids today, they need to be filled for life. So that's a fluid that stays in the vehicle for the lifetime of the vehicle itself. And so we need to ensure that, on the one hand, the e-fluid is still playing the traditional role, reducing wear, reducing friction, and taking heat away from critical parts or critical components of the electric vehicle. But also we need to ensure that that fluid be in the application for the lifetime of the vehicle. Was haltet ihr von diesem Format hier? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin mega dankbar, dass ich dank Petronas hier sein durfte, um das Ganze mal auszuprobieren. Ich war dabei der Einzige aus dem deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, was mich dazu befähigt hat. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr happy, als die Anfrage kam und es dann wahr wurde und ich jetzt hier im Schnee stehen darf. Und das Ganze ist auch möglich dank euch. Also vielen, vielen Dank für euren Support in der letzten Zeit, für die coolen Projekte, die möglich sind und dass ich jetzt hier mit Sonnenbrille euch so ein Fatbike vorstellen kann und eben auch die anderen Fahrzeuge. Das ist schon richtig, richtig cool. Weiter geht es dann mit rein elektrischen Schneemobilen, mit denen wir jetzt hier auf einen der höchsten Punkte in der Gegend fahren konnten. Und die Teile machen richtig Spaß. Denn ein Schneemobil, also ein kettenangetriebenes Fahrzeug für den Winter, macht natürlich Laune, wenn man dann nicht noch so einen nervigen, lauten Motor hört. Und das jetzt hier mal auszuprobieren, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich mich gerade wundere, wir kamen jetzt hier oben alle an mit einer Akkuwarnung, denn wir sind nur mit einem halben Akku gestartet. Und jetzt stehen wir oben und ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich dann nur mit Regen und so weiter wieder zurückkommen. Die Firma Aurora Powertrains baut in Finnland lokal diese E-Schneemobile und die haben es wirklich in sich. Denn nicht nur, dass ihr damit relativ leise über den Schnee fahren könnt, auch wenn das lauter war, als ich dachte, nein, sie haben auch alle Komfortmerkmale, die man entsprechend bei so einem Schneemobil hat und einen großen Akku. Aktuell werden diese noch hier so zusammengestellt. Es wird dann aber auch eine Option geben, die komplett von Grund auf entwickelt ist. Das Ganze hier basiert auf einem klassischen Verbrennerschneemobil. Ich fand es aber ganz cool zu sehen, wie da die Umrüstung funktioniert und wie gut das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert. Denn, und da schon einmal Spoilerwarnung, alle kamen mit vollem Akku wieder zurück und konnten dann geladen werden, entweder per Typ 2 oder per CCS-Anschluss. Und das hat mich wirklich interessiert, denn die Bikes sind damit in einer Stunde wieder voll und können entsprechend wieder genutzt werden an einer Ladesäule wie dieser direkt an der Verleihstation, wo dann aber auch ein E-Auto laden konnte und man hat alles im Blick dank einer App und da sieht man alle Infos zu Akkustand und so weiter und somit kann man ziemlich entspannt unterwegs sein und auch wenn wir ja die Akkuwarnung hatten, hatte das eigentlich gar keine Bewandtnis, denn wir hatten immer noch genügend Akkukapazität, um sogar die Lenker- und Sitzheizung nutzen zu können, also voller Komfort auf dem Schnee und so lässt es sich dann wirklich spaßig durch die Gegend fahren. Wir konnten so weit schauen und das war schon wirklich beeindruckend in der Kulisse mit diesen Schneemobilen. Wir haben in den Tagen hier gezeigt bekommen, dass es um die Produkte herum sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, nachhaltiger zu sein. So haben beispielsweise aktuell 7 von 9 Fabriken von Petronas bereits 100% erneuerbaren Strom. Und so wird auch auf die Verpackung geachtet. Zum Beispiel haben die neuen Plastikprodukte 50% weniger Plastikanteil und die Verpackungen gehen noch weiter, denn es gibt eine neue Art der Verpackung, bei der man 92% Plastik spart. Das kommt dann in Boxen daher, statt wie bisher in solchen Kannen und man kann das dann einfach abfüllen und das ist natürlich nachhaltiger und kann recycelt werden. Aber ich dachte mir, okay, das ist alles so drumherum um die Produkte. Was ist denn eigentlich mit den Produkten? Können die nicht selber auch in Zukunft vielleicht noch ein Stück weit nachhaltiger sein und nicht einfach nur Erdöl aus dem Boden, was man dann verwertet, um entsprechend ja, die Schmierstoffe herzustellen? A lot of our focus so far has been on developing sustainability enablers such as our Petronas Syntium and Petronas Iona product ranges. Which are going into applications like hybrids and fully electrified vehicles. And the fluids themselves, one of the things that we've been doing over the last few years is increasing the content of recycled materials in our products. And as we take steps forward, an area that we're actively researching and developing in at the moment is looking at bio-based materials or plant-based materials. And that we see as a major opportunity
to enhance the sustainability of our products. Als letztes geht es dann für uns auf den Schnee. Auch wenn hinter uns jetzt nur Vollhybridfahrzeuge stehen und leider keine voll elektrischen Fahrzeuge, hat das einen Grund. Denn Petronas möchte auch viel Wert darauf legen, dass gerade bei Plug-in, aber auch Vollhybridfahrzeugen ein deutlicher mehr Anspruch auf das Öl kommt. Denn wir haben die Motoren, die sich natürlich ausschalten, und wir haben die Motoren, die sich bei sehr hohen Drehzahlen des Elektromotors, beispielsweise bei über 100 km/h, dann erst wieder zuschalten. Und dementsprechend müssen die Öle für den Motor, aber natürlich auch das Getriebe, einiges aushalten. Und das wollen sie uns jetzt hier zeigen, aber natürlich nicht nur rein theoretisch. Nein, wir werden auch Spaß mit den Fahrzeugen haben. Ich steige ein und wir schauen mal, was wir hier auf Schnee und Eis so hinbekommen. Wir haben das ja in letzter Zeit öfter gemacht, aber jetzt hier mal auf richtiger Schneefläche so eine Art Fahrsicherheitstraining zu machen, ist schon echt interessant. Und wir konnten jetzt hier bei dem Fahrzeug auch einmal das ESC ausschalten, um dann zu sehen, wie man entsprechend hier durchfahren kann. Und natürlich ist es nie komplett aus. Das heißt, man hat immer noch so ein bisschen eine Unterstützung einfach. Aber man merkt schon, dass hier deutlich weniger geht. Und wenn ich jetzt hier drauf trete, dann dreht man auch schön durch. Ja, da passiert ein bisschen was. Das Spannende ist, ich bin lang kein Hybrid oder Verbrenner mehr gefahren, aber wie dann der Motor auf einmal aufheult, das hatten wir bei den ganzen anderen Trainings nicht. Aber man merkt auf jeden Fall, wie hier drin vieles arbeitet, auch wenn der Motor zugegebenermaßen fast so leise ist, dass man überhaupt nicht merkt, dass hier ein Motor verbaut ist. Nach dem Slalom ist jetzt das Bremsen dran und wir müssen auf der Schneefläche versuchen, von 60, 80 oder knapp 100 km/h, die man aber nicht ganz erreichen kann, bis dorthin zu bremsen. Und ich würde sagen, das hat recht gut geklappt. Wir haben es jetzt ein paar Mal geübt und es ist echt lustig. Die Bedingungen werden dabei gerade auch immer schlechter, aber uns wurde hier gesagt, sie finden es alle super, weil einfach das Wetter hier auch das ist, wo man dann eben die größten Probleme haben kann. Und so auf der schneebedeckten Strecke unterwegs zu sein, macht schon echt Laune. Ja, zugegebenermaßen, das war jetzt nur ein Hybridfahrzeug, aber es war leider nicht möglich, hier vor Ort mit einem rein elektrischen Auto unterwegs zu sein, auch wenn wir davor ja rein elektrisch auf den E-Schneemobilen unterwegs waren. Aber dennoch habe ich jetzt die Frage gehabt, wo ist denn eigentlich in einem Elektromotor überhaupt noch Öl? Also an welchen Stellen benötigt man das Ganze? Denn es wirkt ja immer so nach außen hin, als würden E-Motoren überhaupt keine Schmiermittel mehr benötigen, laufen für immer und dann irgendwann schaltet man sie ab, recycelt sie vielleicht und dann geht es wieder weiter mit den Materialien, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. It's often a surprise that you still need fluids in electric vehicles, and you need fluids in electric vehicles because there are still moving parts in an electric vehicle. And because of that, you need a fluid to reduce the friction and the wear where you have moving parts. So although electric vehicles have fewer moving parts than an internal combustion engine, you still need to lubricate those moving parts. And they're primarily associated with the transmission. So taking the energy output from the e-motor and transmitting that to the wheels, that's really where the moving parts come into action, and that's where our fluids need to work. So we also have fluids, but usually it can be one fluid which is playing multiple roles. So primarily we want fluids in there to reduce the friction and wear, but also the fluids will help to cool critical parts, and that also includes the battery array as well. But not only that, you have to consider as well that e-vehicles, they need charging. And so actually when you're charging a vehicle, usually the battery array is getting hot, so that's the role of that the fluid needs to play. And also charging stations as well will need fluids in order to cool them in the future. And that's also an area where PLI and Petronas is actively involved in. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video abwechslungsreich ein paar andere Themen rund um die E-Mobilität zeigen konnte, neben den Fahrzeugen, die wir eben sonst hier auf dem Kanal immer testen. Ich fand es mega spannend, sich mal so ein paar Gedanken drumherum zu machen und zu sehen, wie man mit E-Mobilität auch hier in diesen Bedingungen Spaß haben kann. Jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Schreibt mir zum einen rein, wusstet ihr die Themen schon, die wir hier besprochen haben? Und zum anderen, was haltet ihr von der Art von Video? Schreibt sie unten rein und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.